guten Morgen, Jana Gerz. Guten Morgen. Hallo, wie geht's dir? Gut geht's mir. Freut mich, dass ich da sein darf. Sehr schön. Ja, danke, dass du dir für uns Zeit nimmst. Wir starten eigentlich wie immer und zwar stell dich doch einfach mal kurz vor. Wer bist du? Wie alt bist du? Was machst du? Ja. Ja, also ich bin Jana, ich bin 22 Jahre alt und ja, ich bin Crossfit-Athletin, würde ich eigentlich sagen, so hauptsächlich. Nebenbei bin ich auch als Coach tätig bei Förde Crossfit in meiner Box quasi und ja auch noch Teilzeitstudentin an der Online-Uni und studiere Fitnessökonomie. Genau. Okay, ja. Cool. Das heißt, dein Ziel ist es auch beruflich nachher in die Richtung auf jeden Fall zu gehen? Ja, also ich möchte natürlich gerne in der Branche bleiben. Jetzt ist erstmal alles darauf ausgelegt, Athlet zu sein und da so erfolgreich wie möglich zu werden. Aber ja, man ist sich natürlich bewusst, dass man damit, dass die Chance, damit Geld zu verdienen, sehr gering ist. Leider deshalb, ja, alle Optionen offen halten. Wie bist du denn zum CrossFit gekommen und wie lange machst du das schon? Also ich mache CrossFit jetzt seit 3,5 Jahren, so circa. Also ich September 2018 habe ich angefangen. Mhm. Und ich kannte es vorher, weil ich damals Speedskating gemacht habe, also eine andere Sportart auf Leistungsniveau, würde ich eigentlich sagen. Und da haben wir in der Off-Season-Phase immer mal so ein bisschen ausprobiert. Wir hatten da auch einen CrossFit-Coach, der so ein bisschen mit uns rumgehampelt hat. Das war nicht wirklich CrossFit. Aber dann dachte ich, okay, jetzt, oder als ich 18 wurde, kann ich ja mal mit dem Auto in die CrossFit-Box fahren und selber so ein bisschen schauen, wie es ist, wirklich CrossFit zu machen. Ja, und dann ging es halt eigentlich los. Das hat mich dann total mitgenommen und ich fand es total toll und bin dabei geblieben. Okay, genau. Sau gut. Jetzt muss ich nochmal kurz nachfragen. Du hattest gerade dein Alter gesagt, oder? Ja, 22. Genau, also du bist noch relativ jung, wenn du sagst, vor 3,5 Jahren. Aber dann machst du das CrossFit auch noch gar nicht so lange. Das ist, bist jetzt schon die zweite Athletin oder Athletin, den ich interviewe, wo gesagt wird, okay, ich mach's noch nicht so lange. Und alle Leute denken sich immer, oh Mann, ich mach das schon seit 7 Jahren und ich fahre nicht zu den Semifinals. Was ist los mit mir? Aber du hast ja gesagt, du hast ja vorher schon Leistungssport gemacht. Ja, also ich glaube auch, dass ich vieles schon mitgebracht habe, wie so eine gute Ausdauer oder vielleicht ganz gute, starke Beine, halt vom Speedskating. Ja, also man hatte schon so eine gewisse Grundlage. Man ist nicht bei Null angefangen, würde ich sagen. Aber dafür die ganzen Gymnastics, das war das, was ja noch nicht so gut war. Da tust du dir ein bisschen schwer. Alle. Genau, also ich konnte überhaupt keinen Pull-Up und alles, was mit Hängen war oder generell mit Körperspannung zu tun hatte, war total neu, irgendwie total schwer. Ja, und das musste dann halt erstmal aufgearbeitet werden. Genau. Okay. Ja, die wievielten Open waren das jetzt dann für dich? Also, das waren die dritten, glaube ich, ja. Also 2019 habe ich die Open ausgelassen. Oder nee, 2020. Okay. 2020 habe ich die Open, meine ich, ausgelassen, genau. Also ich habe so 2019 aus Spaß mitgemacht, dann 21 und jetzt halt 22. Wow, oder dann bist du da, aber denke ich mal, mit deinem Ergebnis ganz zufrieden, oder? Auch jetzt in den Quarterfinals. Ja. Also ich bin super, super zufrieden. Es war natürlich irgendwo ein Ziel, dass man zu den Semifinals kommt. Aber ich war natürlich nicht sicher, ob ich das schaffe. Also es ist ja jetzt auch kein super eindeutiges Ergebnis. Also es ist ja immer noch knapp. So Platz 53 von 60. Also bin auf jeden Fall glücklich und zufrieden. Das ist eine positive Überraschung, ja. Wie waren die Quarterfinals so für dich? Wie hast du die gemacht? In der Box mit Crew oder alleine oder... Also wir waren in der Box mit unseren Leuten quasi, auch mit meinem Coach, mit Training oder Trainingspartner Pitt, der mir da auf jeden Fall richtig doll geholfen hat, alles zu organisieren und auszumessen. Man ist dann aber doch immer nervös und will sich eigentlich nur aufs Workout konzentrieren. Aber ich fand die echt super. Also ich habe mich auch echt fit gefühlt und wusste, okay, die Open sind ja nicht mehr so super wichtig. Also klar sind die Open, aber die Resultate in den Quarterfinals sind halt entscheidend. Und ja, aber das hat gut geklappt, jedes Workout einmal gemacht, auch eine gute Reihenfolge gewählt, also das war wirklich gut. Okay, sehr cool. War das denn auch tatsächlich von Anfang an, wenn du sagst, du machst CrossFit noch gar nicht so lange, dein Ziel, dass du da auch wirklich so weit kommst, dass du da auch wirklich zu den Semifinals und vielleicht auch irgendwann mal zu den Games fahren möchtest? Also was ich interessant finde, dass ich jedes Jahr eigentlich mehr realisiere, wie schwer das eigentlich alles ist. Mhm. Als ich damals angefangen habe, war ich noch so ein bisschen naiv und es war alles Spaß und man hat jeden zweiten Tag PR und dachte, ja, das schafft man bestimmt in ein, zwei Jahren zu den Games. Also gerade weil man aus dem Leistungssport kommt und selbst oder viel Selbstbewusstsein hat und dachte, okay, das ist gut, das kann ich kann ein paar Wallballs, easy, let's go.
Aber ich glaube, der Sprung von den Semifinals zu den Games ist halt nochmal ganz, ganz anderer. Mhm. Und deshalb habe ich zu mir gesagt, ich versuche so weit zu kommen wie möglich. Natürlich ist es irgendwo jetzt noch ein Traum, aber vielleicht noch kein Ziel. Man muss erstmal schauen, wie es läuft, ja, wie man sich zurechtfindet bei den Semis, was nochmal die Atmosphäre mit einem macht. Und dann vielleicht weiter gucken und weiter schauen, was noch geht. Ja, erstmal Erfahrung sammeln. Du bist ja, wie du schon gesagt hast, noch, also, oder wie wir festgestellt haben, noch gar nicht so lange dabei in dem Sport. Und da muss man erstmal ein bisschen links und rechts gucken. Und vor allem hast du ja die meiste Zeit deines Daseins im CrossFit im Lockdown verbracht. Oder? Ja, also, das stimmt. Aber natürlich finde ich auch gut, gerade am Anfang sich erstmal aufs Training zu konzentrieren. Also es ist natürlich frustrierend, wenn man keine Wettkämpfe hat, wenn man dann immer schauen muss, wie sind die Trainingsoptionen. Aber gerade wenn man einfach nur sich aufs Training konzentriert, kann das am Anfang viel bringen. Und ich glaube, davon habe ich auch eher profitiert im Finale sogar. Mhm. Wie sieht denn so deine Trainingsroutine aus oder dein Alltag so ein bisschen aus, Jana? Also normalerweise versuche ich, morgens ein bisschen wegzuschaffen. Einfach, weil man da noch zu Hause ist, man ist frisch, versucht das zu machen, was geht. Dann fahre ich in die Box und trainiere meistens 2, 2,5 Stunden, also eine lange Morning Session. Entweder habe ich zwischendurch ein bisschen Coaching oder ich habe halt eine Pause, wo ich ein bisschen snacken kann, noch vielleicht ein bisschen Uni machen, je nachdem. Und dann startet die zweite Session meistens so 14 Uhr, 14.30 Uhr, wieder 2 Stunden. Und ab 16.45 Uhr coache ich dann eigentlich bis abends so 21 Uhr. Oder da ist Feierabend, ja, und so sieht jeder Tag eigentlich fast aus, außer jetzt 2 Tage die Woche, aber ja. Okay, also dann coachst du aber auch ganz schön viel, oder? Wie viele Stunden coachst du in der Woche? Meistens so 15, 16, ja. Also ja. Es geht, ja. Wie lange machst du das mit dem Coachen schon? Das mache ich, glaube ich, ich bin als Werkstatt angestellt in der Box und ich glaube, das ist gar nicht so mega lange. Vorher habe ich hier und da mal so ein bisschen gecoacht und dann kam halt die Frage, auch gut, man braucht schon mehr Geld, man möchte ja das auch noch in der Zukunft weitermachen und dann haben wir uns angeschaut, mal so ein bisschen einen festeren Vertrag zu machen, um mehr zu coachen. Genau, also ein halbes Jahr, glaube ich, bin ich jetzt in dem Studentenvertrag drin. Okay, und das ist jetzt ein bisschen eine Fangfrage, ne? Was macht mehr Spaß, coachen oder selber trainieren? Selber trainieren. Mir bringt Coachen auch super Spaß, vor allem wenn man dann auch mit vielen Leuten zu tun hat. Man ist ja sonst eher alleine oder in einer kleinen Gruppe. Mhm. Aber natürlich macht man das ja auch irgendwo, um sein Athletenleben zu ermöglichen. Und das stehe ich auch zu, aber ich habe da trotzdem Spaß dran. Und ja, aber man weiß natürlich nicht, ob man das jetzt den Rest seines Lebens machen möchte. So, da muss man sich natürlich noch irgendwie orientieren in der Zukunft, wo es hingeht. Ja, da hast du ja noch genug Zeit auf jeden Fall. Jetzt hast du gerade gesagt, 2-mal am Tag. Wie viele Rest Days hast du? Ich habe einen Active Rest Day, der ist meistens Sonntag, und einen Full Rest Day, der dann am Donnerstag ist, weil man da auch einfach fertig ist und mal nicht in die Box fahren möchte oder kann. Mhm. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Und gibt es denn dann einen Unterschied auch für dich, so Off-Season, On-Season? Also gibt es auch mal eine Zeit, wo du halt nicht 2-mal am Tag trainierst zum Beispiel? Ja, also wenn wir eine Deload Week haben natürlich, dann mal weniger. Und ich habe mir tatsächlich auch in der Saison 21 mal nach einer Competition eine Woche freigenommen, wo ich gesagt habe, okay, irgendwie brauche ich jetzt gerade eine Pause, so ein bisschen entspannen. Und dann habe ich auch mal eine Woche lang nicht trainiert oder wenig trainiert. Nur einmal trainieren, ja. Okay. Wie sieht es denn für dich jetzt so aus? Also mit was für ein Gefühl gehst du in die Semifinals rein? Was für ein Feeling hast du dabei? Ich bin schon super, super aufgeregt, weil auf so einem hohen Niveau habe ich eigentlich noch nie eine Competition gemacht und freue mich deshalb einfach erstmal da drauf. Und natürlich hat man so im Hintergrund, denkt man sich, ach, vielleicht ist da ja doch ein Event, was gut für mich ist und da werde ich irgendwie rasieren, also das denkt man sich dann innerlich schon oder hofft drauf, dass da was ist, was einem gut liegt. Aber mir ist schon bewusst, dass das nochmal ein ganz anderes Level ist. Und ja, deshalb habe ich jetzt keine Platzierung im Kopf. Ne? Also einfach gut performen, auch selber sich nicht einschüchtern lassen von den anderen Teilnehmern, würde ich sagen, weil das ist ja schon nochmal next stage. Also einfach alles geben wie immer und dann gucken. Ja, viel Erfahrung vor allem sammeln. Ne? Ich glaube, da hast du viele, viele richtig gute Athleten und Athletinnen am Start. Ja. Da kann man ja mal ein bisschen spitzen, was die so machen.
Ja, das denke ich auch. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, sich auf sich selber zu konzentrieren. Wenn man jetzt, keine Ahnung, im Workout Buy-in Row versucht, da einen auf den Held zu machen. Also, oh ja, nee, also das Zum ist, Beispiel, also ich glaube, ja. das macht, dann sollte man sich schon auf sich selber konzentrieren und wissen, ich versuche das jetzt so gut zu machen, wie ich kann und jetzt nicht ablenken lassen von den anderen. Ja, die Ja. sind halt nochmal auf einem anderen Niveau, das ist okay. Gibt es dann Genau. irgendeinen Athleten oder irgendeine Athletin, wo du dich besonders drauf freust, mal mit denen auf dem Floor zu sein und die mal zu sehen? Ja, also ich mag sehr gerne Laura Horvath und auch Gabby Migala. Die finde ich richtig cool, aber grundsätzlich finde ich da eigentlich viele Athleten richtig cool. Mia Ackerlund oder Hesketh, ich weiß den Nachnamen gerade nicht, die hat geheiratet, glaube ich. Genau, ja, Sarah Siegmundsdottir, also sind alle eigentlich recht populär und cool. Ja, Genau. auf jeden Fall. Ja. Wie wirst du es denn machen? Wirst du schon viel vorher anreisen dann? Ist ja in Amsterdam, glaube ich, die Competition, ne? Ja, also das ist tatsächlich so ein bisschen ein Problem gewesen, weil zum gleichen Datum ist, glaube ich, auch noch eine andere Veranstaltung irgendwie. Und deshalb ist mein Coach zum Beispiel auch nicht Oh, dabei und schade. einige Freunde nicht. Das ist schon ein bisschen deprimierend. Deshalb habe ich mir eine andere Gruppe gesucht, die da sind für die Lowland Classics, wo man auch ein paar Leute kennt. Und da fliege ich jetzt tatsächlich mit denen zusammen und wir sind auch zusammen in ein Hotel. Also Donnerstag geht es los, ja, am 19.05. Und das ist auch in Ordnung. Dann ist man auf jeden Fall nicht alleine und hat seine Gruppe. Und ja, das ist auch schon okay. Ja, weil du vorhin auch gesagt hast, ne, Gruppe und Training, du trainierst wahrscheinlich dann aber auch meistens alleine, oder? Also meistens trainiere ich mit Pit, also Ach meinem gut. Coach und Trainingspartner. Genau, also zu 99% trainieren wir zusammen. Manchmal Ja, kann es cool. sein, dass es nicht passt, aus organisatorischen Gründen, aber dann ist das auch nicht schlimm. Ja, Genau, da genau. hatten wir auch eine Frage dazu bekommen, weil du jetzt Pitt schon erwähnt hast. Das ist quasi jetzt gerade so dein Trainingspartner und Coach, ne? Pitt-Wrestler. Ja. Genau. Und eine Frage war gewesen von jemandem auf Instagram, wer denn da der bessere Coach ist oder war, weil du vorher, glaube ich, von Erik Lahn Kellner gecoacht worden bist. Genau, ein Jahr tatsächlich, 2020. Er ist halt ein Weightlifting-CrossFit-Coach und ich würde schon sagen, dass er deutlich mehr Ahnung hat als Pit, was Weightlifting angeht, was Erfahrung angeht im CrossFit. Deshalb würde ich sagen, der kann einen schon mehr vermitteln und mehr beibringen. Aber Pitt ist natürlich für mich persönlich die deutlich bessere Ansprechperson gewesen. Wir stehen uns deutlich näher. Und ja, deshalb kann man schwer beantworten. Also coaching-technisch würde ich sagen, Erik, der hat einfach die Erfahrung und das Know-how. Aber Pitt ist für mich persönlich einfach der beste Coach, kann man so sagen. Cool. Ja, Ja. das ist immer, glaube ich, super, wenn der, also man kennt es ja auch von größeren Athleten und Athletinnen, aber wenn der Coach so vor Ort ist, das ist schon immer ganz cool, ne? Da muss man nicht immer irgendwelche Ja, Videos schicken und machen, sondern da ist er wirklich am genau, Start. das war auch ein großer Punkt. Ich finde, das ist natürlich, das kostet viel Zeit, Videos zu schicken, zu kommunizieren, denn auch gerade wenn man eine andere Sprache spricht, ist natürlich nicht schlimm, aber es kostet alles Zeit und Energie. Und wenn der Coach jeden Tag vor Ort ist und man sich wirklich super gut kennt, dann läuft das automatisch. Das ist dann immer ganz gut. Das ist schon cool. Was waren denn bis jetzt so deine Wettkämpfe eigentlich, die du so gemacht hast, Jana, und deine größten Erfolge? Also letzte Saison war eigentlich so meine richtig erste große Saison, wo ich dann auch ein paar Wettkämpfe gemacht habe. Einmal den German Throwdown, das war so auch bis jetzt die größte. Dann war ich auch bei der Functional Fitness Meisterschaft aus Deutschland quasi. Und das war auch quasi schon eine große Erfahrung. Da sind wir dann auch zu den Worlds gefahren. Ja, genau. Und sonst hier und da mal ein bisschen kleinere, würde ich sagen. Ja, noch nicht so die breite Masse. Genau, German Throwdown war das Größte. Ja. Und das hat auch dir Spaß gemacht? Es hat Spaß gemacht. Es war leider nicht so eine super Competition für mich. Es lief einfach nicht so toll. Aber wie gesagt, am Ende ist es eine Erfahrung und war trotzdem dann irgendwo viel wert. Genau. Ja, wie ist es denn, wenn jetzt Athleten und Athletinnen von dir aus der Box oder Mitglieder zu dir kommen und sagen, Jana, ich will auch voll gerne Competitions machen. Was hättest du denn für die für Ratschläge? Oh, Oder ist hier es schon und vorgekommen? Also ich kann mir schon vorstellen, dass dann da auch mal ein Mitglied kommt und also sagt. generell ist unsere Box super competitive. Also man muss sagen, das merkt man ja auch dadurch, dass wir als Coaches das so ein bisschen vorleben, sowohl Pitt als auch ich.
Wir machen beide Competition sehr, sehr gerne, dass die Mitglieder dann auch merken, okay, cool, das wollen wir irgendwie auch machen. Da hängen Schilder, da wollen wir auch hin. Und wir finden das immer gut, wir finden das immer positiv, wenn Leute, egal auf welchem Niveau, Lust haben, sich zu messen. Ja, also deshalb unterstützen wir das auch immer und sagen, hey, wenn du das jetzt wirklich machen willst, schauen wir erstmal, gibt es da einen Wettkampf auf dein Niveau oder was stellst du dir überhaupt vor? Und wenn die höhere Ziele haben, dann sagen wir dann schon, okay, dann konzentriere dich jetzt erstmal aufs Training, damit du dein Ziel erreichst, dich für diese Competition zu qualifizieren beispielsweise. Und wir haben natürlich auch Kunden, die dann bei uns auch einen Trainingsplan machen über die Box und die wir dann auch noch im PT haben. Ja, doch. Also das läuft dann eigentlich ganz gut. Mhm. Das heißt so, dein Tipp im Endeffekt für jemanden, der es machen möchte, wäre, sich einen Wettkampf auf dem Level zu suchen, wo er sich gerade befindet. Erstmal versuchen, eine Ansprechperson zu finden, zum Beispiel in der Box. Geht zum Owner, geht zum Coach. Die haben meistens schon mehr Erfahrung oder wissen, was zu tun ist und sich von denen einfach beraten lassen. Weil wenn jetzt beispielsweise jemand eine Competition machen müsste, der jetzt verletzt ist oder eigentlich noch gar nicht bereit ist, dann muss man eventuell vielleicht auch davon abraten und erstmal sagen, okay, vielleicht trainierst du erstmal ein bisschen. Es kommt auf die Person an, das ist sehr individuell, aber ich würde das immer über eine CrossFit-Box machen. Da ist man eigentlich gut beraten. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp. Da sind meistens die Leute, die Ahnung davon haben. Das muss man dann eigentlich automatisch schreiben. Man kann gar nichts machen. Ja. Okay. Ja, du hast ja schon gesagt, du hast einen relativ vollen Zeitplan mit Uni und Coachen und Trainieren. Wie kriegst du es auf die Reihe mit zum Beispiel Ernährung und solchen Sachen? Kochst du viel vor oder wie machst du das? Also tatsächlich habe ich noch nie große Probleme gehabt mit der Ernährung. Ich habe einfach immer viel gegessen, so viel wie ich kann oder bis ich satt war. Und habe natürlich auch im Laufe der Zeit gemerkt, die Ernährung entwickelt sich weiter. Ja, man macht mehr Erfahrungen, man hat vielleicht auch ja, Input, wie zum Beispiel vom Coach Pitch, der dann sagt, hey, probier mal das oder lass mal das weg. Und ja, dann entwickelt sich die Ernährung weiter, weil ich habe noch nie getrackt oder weil da einfach erstens keine Zeit für ist, ich da auch nicht so viel Lust drauf habe. Und bis jetzt sieht alles gut aus, deshalb, ja, da bin ich jetzt eigentlich unkompliziert. Ich bin eigentlich soweit durch mit meinen Fragen, Jana. Ja, cool. Gibt es irgendwas, was du noch unbedingt loswerden möchtest? Nö, eigentlich nicht. Nee, dann habe ich noch, habe ich mir so gedacht, wir haben ja mit mehreren Athleten jetzt so ein Interview auch schon geführt. Und ich habe immer so 10 schnelle Fragen, wo man ganz schnell cool. auch drauf antworten muss. Okay. Die gehen wir noch schnell durch. Und zwar, Jana, was ist deine Lieblingsbewegung? Snatch. Mhm. Welche Bewegung kannst du gar nicht leiden? Boah, das ist so negativ. Das darf man ich weiß. Kannst du weniger gut leiden? Sagen wir es so. Weniger gut leiden, vielleicht strikte Ring Dips. Okay. hast du ein Lieblingsworkout? Nee. Eine bestimmte, dass du sagst, du magst lieber kürzer, du magst lieber länger. Also ich mag lieber längere Workouts, aber ich mag zum Beispiel auch Heavy Lifts. Okay. Cool. Die nächste Frage hast du, glaube ich, schon beantwortet, nämlich Clean oder Snatch? Snatch. Ja. Dann dein Training, lieber frühs oder lieber abends? Eigentlich abends, ja. Wenn es möglich ist. Deine Lieblingsbeschäftigung außerhalb der Box? Freunde treffen. Freizeit haben und bis Essen gehen zum Beispiel. Gibt es einen Lieblings-Workout-Song? Alles, was Goa ist. Duck, Techno. Okay. Also sonst kein speziellen Song. Was ist so dein Lieblings-Food so in Richtung Cheat Meal? Was Herzhaftes. Zum Beispiel eine Pizza oder ein Burger. Das funktioniert immer. Okay. Dann das nächste haben wir, glaube ich, weiß gar nicht, ob wir es beantwortet hatten, dein Lieblingsevent bisher, wo du angetreten bist beim Wettkampf? Ich würde eigentlich sagen, fast die Weltmeisterschaft mit Functional Fitness so ein bisschen, weil da halt auch Games-Athleten vertreten waren, zum Beispiel Kristin Holte.
das war halt dann eigentlich auch echt eine coole Erfahrung. Mhm. Okay, dann sind wir tatsächlich schon bei der letzten Frage. Der beste Ratschlag, den du bis jetzt jemals bekommen hast? Ja, be patient. Denk einfach, trust in progress. Man muss einfach geduldig sein, darf nichts überstürzen. Ja, das ist so ein bisschen die Erfolgsformel, denke ich mal. Okay, genau. Sehr cool. Ja, dann vielen Dank für die 10 Fragen noch. Ja, ich danke dir. Sehr gerne. Vielleicht ist ja dann Lieblingsevent das nächste Mal schon Semifinals und vielleicht ja dann auch in ein paar Jahren die Games. Schauen wir mal. Wir bleiben ja auf jeden Fall dran und wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg bei den Semifinals. Ganz, ganz vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Das freut mich. Dann vielen Dank und auf Wiedersehen.